Jo, dann mal herzlich willkommen zu meinem ersten eigenen Projekt auf diesem Kanal, Stardew Valley. Ich bin Kenji, ihr kennt mich vielleicht, wenn ihr die Let's Plays gesehen habt, bei Command & Conquer bin ich dabei und bei Let's Play World of Warcraft Together als Heiler-Druide. Und heute will ich mal das kleine Projekt Stardew Valley starten. Ich habe dieses Spiel schon seit einiger Zeit und habe es aber nicht wirklich weit gespielt, also wird es großteils blind sein. Da wollen wir mal einen neuen Charakter starten. Gut, da wollen wir mal schauen, wie wollen wir denn aussehen und was für eine Animal Person ist, was für ein Hund oder ob wir eine Katze oder einen Hund vorzugen. Hund, Katze. Schwierig. Wir sind natürlich männlich. Muss mal gucken. Ah, schön. Sieht ziemlich ungesund aus, aber mal schauen. Blau. Nehmen wir. Nee, oder? Mal schauen, was hier noch alles gibt. Okay, Skin 23 gefällt mir eigentlich am besten. So, die Haare. Ist ein bisschen Dragon Ball-like. Die sehen auch eigentlich ganz hübsch aus. Mal sehen, was nehmen wir denn für ein Shirt? Das? Ach, das war's. Was ist denn das? Ach, eine Art Halsband. Accessoires gibt es. Ne, wir nehmen gar keins. Okay. Dann natürlich der Name Kenji. Und wie nenne ich denn die Farm? Es ist die... Was nehmen wir denn da mal für einen Namen? Na gut. Eigentlich bleibt da ja nichts anderes übrig als die GGE Farm. Favorite Thing, mal gucken. Pizza. Alles klar. Ich weiß noch nicht, was genau ändert. Aber wir mal weiter. Grüne Haare sind cool. Grün für die Natur. Und da wir hier sehr viel in der Natur unterwegs sind, wir sind Naturmenschen. Wir haben zwar keinen grünen Daumen, aber wir haben grüne Haare. Augenfarbe. Oh, die okay. Wir sind eine Katzenperson, obwohl. Ich habe beim letzten Mal schon Katze genommen, also nehme ich diesmal Hund. Wow, 20 Jahre später.
in der Joja Kompanie. If you're reading this, you must be in dire need of a change. The same thing happened to me long ago. I'd lost sight of what mattered most in life, real connections with other people and nature. So I dropped everything and moved to the place I truly belong to. Love. I've enclosed the deed to that place, my pride and joy, TGE Farm. It's located in Stardew Valley, on the southern coast. It's the perfect place to start your new life. This was my most precious gift, of all. And now it's yours. I know you'll honor the family name, my boy. Good luck. Love, Grandpa. Yes, if Louis is still alive, say hi to the old guy for me, will you? Will ya? Alles klar, wir haben diesen Brief am Sterbebett des Opas bekommen. Und er beinhaltet eine Besitzurkunde der TGE Farm, auf der wir unser neues Leben anfangen werden, als Bauer oder auch. Ja, als Bauer. Da unser altes Leben uns zu sehr gestresst hat. Der Joja Kompanie in der Firma. Hello, you must be Kenji. I'm Robin, the local carpenter Carpenter. Major Louis sent me here to fetch you and show you the way to your new home. He's here right now. Ich glaube, ich sollte das nicht laut vorlesen. Mein Englisch ist nicht so besonders, wie man es wahrscheinlich schon bekommen hat. Deswegen. Here is follow me. Sie will uns jetzt die schönen Farben zeigen, die wir geerbt haben. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wir hatten eine Pombe eingeschlagen. Ich glaube, das werden wir auch die ersten paar Tage machen. Erstmal den ganzen Dreck wegräumen, ein bisschen frei machen, damit wir überhaupt ein bisschen Land mit sehen können und irgendwann unsere erste Ernte einfahren können. Nochmal zu mir, das ist jetzt wirklich mein allererstes Projekt. Ich habe bisher noch nie wirklich selber Let's Plays gemacht. Wenn ich noch viele Fehler mache, dann hoffe ich, dass man mir es verzeihen kann. Ich werde da noch mehr oder weniger hineinwachsen. Aber bis dato kann es passieren, dass ich mich verspreche oder der ein oder andere Fehler passiert. So, das ist also unser neues Haus.
Okay, jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen ausruhen. Da ist unsere Kiste, mit der wir alles verkaufen können. Es ist also, es ist alles ein bisschen an der Harvest Moon angelehnt. Auch, das war ein Spiel in dieser Art, so einen kleinen Farming-Simulator mit, in Comic-Stil, in, wo das Ziel eigentlich nur ist, Farmland zu, schaffen und, unterschiedliche Sachen anzubauen und diese dann zu verkaufen. Ich bin mal gespannt, wann ich mein erstes Werkzeug bekomme. Das ist schon ein bisschen länger her, als ich das erste Mal gespielt habe. Ah, ich glaube, hier ist mein erstes Werkzeug. Okay. Oh, ich habe das erste Werkzeug schon. Alles klar. Wollen wir mal sehen. Parship Seeds. Nip Seeds. Was habe ich denn da? Getting started. Und bekommen Farmer, you have to basically use your hoe to till the soil, then use a seed packet on the tilled soil to. Okay. Erstmal müssen wir mit einer unserer Hoe, mit unserer Hake etwas Erde auflockern und dann da die Samen einfallen. Aber wir hatten auch noch eine andere Quest. Müssen uns mit 28 Leuten bekannt machen. In der Stadt. Aber allererst will ich hier. Hier unten ist unsere Energie. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, Aktionen, unterschiedliche Aktionen benötigen Energie. Man kann also nicht jeden Tag unendlich viele Sachen machen. Man muss am Ende des Tages sich ausruhen, um seine Energie wieder aufzufüllen. Also es ist sehr taktisch. Man muss schon sehr überlegen, was macht man jetzt. Es gibt zwar Möglichkeiten, Energie wieder aufzufüllen durch Getränke wie Cola oder durch irgendwelche Nahrungsmittel, aber die kosten dann meistens Geld oder auch Energie, um diese zu schaffen. So, wollen wir mal ein bisschen anfangen. So ein bisschen hier den Anfang. So, habe ich denn schon Rezepte? Mal sehen. Es gibt hier nämlich auch ein Handwerk. Und okay. Können Wege schaffen. Einen Zaun. Natürlich auch ein Tor und ein Chest. Ich glaube, das ist das erste, was ich erstmal machen werde. Ich werde das Holz sammeln und dann eine Truhe bauen.